Ja, es ist richtig schön still und es ist jetzt genau 14 Uhr. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Wir fangen also an. Ich glaube, die meisten wissen das. Ich bin der Bernd Schmidt. Und wir organisieren jetzt zum 8. Mal dieses DBVC-Dialogforum. Also ich möchte Sie, euch im Namen des DBVC begrüßen. DBVC-Dialogforum, das 8. jetzt. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren ein Konzept gefunden, das wir jetzt unverändert beibehalten, weil es sich einfach bewährt hat. Der Grundgedanke, will ich noch mal kurz erwähnen, ist der, die DBVCler interessieren sich für die Themen der Unternehmen, der Organisationen und möchten mit Menschen, die für im weitesten Sinne Coaching-Anliegen in den Organisationen zuständig sind, mit deren reden aus deren Sicht. Also nicht wir Coaches haben was zu verkaufen, wer möchte es haben, sondern wirklich, was sind die Themen, mit denen wir heute in den Organisationen in der Zeit umgehen. Und zwar wählen wir dann immer so Themen, die so ein bisschen am Horizont sind. Und tatsächlich, das Gespür des DBVC für Themen, die sich gerade am Horizont abzeichnen, wurde wieder einmal bestätigt. Wenige Tage nach dem Dialogforum sorgte der Stressreport Deutschland für Schlagzeilen. Burnout, schleichende Überforderung, Multitasking und ständige Erreichbarkeit. Themen, die den Teilnehmern des 8. DBVC-Dialogforums durchaus vertraut sind. Und so stieß der Vortrag von Dr. Gunter Schmidt über die Philosophie und Praxis der Systelius-Klinik auf großes Interesse. Danach zogen sich die Teilnehmer in diverse Arbeitsgruppen zurück, diskutierten, erarbeiteten Lösungsvorschläge und präsentierten sie anschließend im Plenum. Beeindruckt, eine unglaubliche Kongruenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So verging der Tag mit Führungen, Vorträgen, Arbeitsgruppen und intensiven Diskussionen, immer wieder unterbrochen von kurzen Pausen, intensiven Begegnungen und dank der preisgekrönten Architektur des Hauses beruhigenden Blicken aus dem Fenster. Den Vortrag von Dr. Gunter Schmidt über die Vertrauens- und Führungskultur des Hauses finden Sie ebenfalls auf dieser Webseite und eine Frage kam in diesem Kontext immer wieder auf. Die Frage nach der Übertragbarkeit, später nochmal Thema im Plenum. Auch mit dem Thema der Übertragbarkeit und so weiter, was natürlich eine sehr schwierige, herausfordernde Frage ist, die man eigentlich auch gar nicht klar beantworten kann aus meiner Sicht. Aber natürlich kann man viele Dinge von hier nicht direkt platt übertragen. Also erstmal schon im Shareholder-Value-Prinzip-System beispielsweise ist das nicht sicher so zu machen, weil das sind natürlich auch dann die Leute, die der Entscheider sind, auch wieder in Zwickmühlen. Ne? Die Sandwich-Position hört da nicht auf im Vorstand, weil da ist man ja schon wieder bei der Roadshow und muss dann schon wieder irgendwie, also insofern hört es, sind die Zwickmühlen da immer da. Das ist vielleicht nicht direkt übertragbar, aber eine bestimmte Art des Menschenbilds und der damit verbundenen Haltung und im Umgang miteinander, das wäre sehr wohl übertragbar und ist auch gar kein Widerspruch. Das scheint nur typischerweise ein Widerspruch zu sein. Wenn man so, es war an einer der Stelle irgendwie so Kontrolle oder Vertrauen, dieser Aspekt. Ist es eine Misstrauensvorannahmekultur oder ist es eine Vertrauensvorschusskultur? Und hier versuchen wir halt, ja, man könnte sagen, eine Vertrauensvorschusskultur zu leben. Soweit einige Eindrücke vom 8. Dialogforum des DBVC. Und zum Abschluss noch ein paar Stimmen der Teilnehmer und Teilgeber. Denn, um es mit Buckminster Fuller, einem der Säulenheiligen der Systemios-Klinik, zu sagen, auf diesem Planeten gibt es keine Passagiere, nur Crewmitglieder. Und die haben jetzt das Wort. Normal bräuchte ich eine Soundanlage, dann würde ich den Song spielen We Are Family. Was mich sehr angesprochen hat, war das Thema, wie authentisch das hier gelebt wird, die Kultur. Energie, Wertschätzung und Flow. Also es war ein wunderbarer Tag mit dem Traum von Mechthild und Gunther. Und dass man wirklich die Dinge, die man predigt, sozusagen auch wirklich umsetzt und lebt. Und dann hier zu sehen, wie der gesamte Organismus funktioniert, so professionell in jeder Hinsicht, das hat mich doch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und verändert mein Denken über Organisationen nochmal neu. Und ich glaube, das ist schon auch was die DBVC-Dialogforen auszeichnet. Nicht wir sind hier die Hochglanz-Präsentationstypen, sondern wir versuchen relativ authentisch mit dem, was wir zu sagen haben, reinzugehen und dann einzuladen, darüber zu sprechen. Was mir eben ein wichtiges Ziel dabei war, war das multiplikatorisch, das ermutigend in die Welt sozusagen ein bisschen rauswirkt.
Und in dem begrenzten Rahmen, in dem es vom Forum das halt machen kann, bin ich sicher, ist das gelungen. Und da bin ich sehr, sehr froh. Das